Am Mittwoch besuchte der Stadtvertreter Eberhard Hoppe die Bücherei Littera etc. mit einer ganz besonderen Mission. 5 Kinderbücher, vorher speziell ausgewählt, wurden auf der Stelle erworben, um sie gleich an die Schweriner Stadtbibliothek zu spenden. Somit wurde die Großfamilie der Buchpaten in der Landeshauptstadt noch um ein Mitglied verstärkt. Vertreter des Freundeskreises der Stadtbibliothek nahmen das Geschenk dankend entgegen. Die Bücher werden im Rahmen des Projektes Lesestart ihre Verwendung finden. Die Lesestart-Sets können sich Eltern mit ihren 3-jährigen Kindern abholen. Darin ist ein Vorlesebuch, ein wunderbares Vorlesebuch und Informationen zum Vorlesen und zum Projekt insgesamt und was das Vorlesen letztendlich auch für eine Bedeutung hat für kleine Kinder und natürlich dann im weiteren Lebensverlauf. Die Stadtbibliothek lädt alle Schweriner ein, vor allem Kinder- und Jugendbücher zu spenden. Über die Buchpatenschaft können Sie sich telefonisch oder direkt vor Ort in den Schweriner Höfen ausführlich informieren.